Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde und andere Leute, die dieses Video sehen, zurück zu 13, dem Let's Play. Wir haben gerade Folge 4. Ohne Genehmigung kann ich hier nicht passieren lassen. Hey, warten Sie, ja? Sofort stehen bleiben! Alter, das ist ein Kackspiel, darf ich noch nicht mal ausreden? Also, jetzt nochmal ausreden. Wir sind in Folge 4, letzte Folge ist Jones ein paar Mal, oder nee, einmal glaube ich, gekrepelt. Und wir sind gerade im Emerald einer Basis in den Appalachen. Wir gehen jetzt einfach mal durch und schauen, was passiert. Boah, hat der Vogel mich erschreckt. Wow. Ich stehe. Was? Da. Hier hoch geht's nicht. So. Irgendwas dabei? Nö. Der noch? Nur Muni. Probieren wir mal unseren Sniper-Crossbow aus. Ob der auch so sniperhaft ist. Hä? Jetzt ist er wohl wieder zurückgegangen. Nehme ich mal einen Crossbow. Tot. Steht da noch einer? Ja. Auch tot. Geh rein und hol Carrington raus. Ich werde im hinteren Teil der Basis auf dich warten. Das hatte ich nicht erwartet. Das hatte ich nicht erwartet. Was zum... Boah, wieso kommen denn da immer Gegner? Ich rate, hier finde ich irgendwas Geiles. Oder auch nicht. Kann ich Auto fahren? Nee, leider nicht. Ist ja doof. Aber der hat ein Sturmgewehr. Aber dafür habe ich so wenig Schuss. Aber die Denten hatten auch eins, glaube ich. Dafür kann ich dann kann ich mit dem mal rumrennen, weil das ist saugeil, saugeil finde ich. Und ja, ja, die hatten auch eins. 9 Schuss nur, das ist ja wenig. Aber die... Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? McCall wird uns umbringen. Hals, Maul! Oh, ich hätte Mexiko nie verlassen sollen. Also, du schaffst das schon. Ich gehe zurück. Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Oder ob ich hätte warten sollen, aber... Boah. Mit dem Ding will ich rumrennen. Weiß gar nicht, hätte ich jetzt warten sollen oder nicht? Auf jeden Fall sind sie hier reingefahren. Boah, und diese Grafik. Ich finde dieses Spiel einfach nur saugeil. Von der Grafik her und auch generell. So. Warum den nicht gemerkt habe, dass ich den da gerade erschossen habe. Aber egal. Ich finde das Ding richtig Hammer. Das klappt also nicht. Nee, nicht wirklich. Da lief auch noch einer. Klappt das? Ja, der hat aber gemerkt, dass ich da bin. Das klappt wohl. Du musst das da hinten auch klappen. Muss ich nur richtig treffen. War wohl zu hoch, ja egal. Alter, aber wer schießt denn da die ganze Zeit? Das ist voll nervig. Was hatten die denn so für Waffen da? Sturmgewehr, Sturmgewehr. Nein, da will ich noch nicht rein. Ich will ja erst nochmal rumgucken. Boah. Oh.
Alter, mit was hat der mich denn da beschossen? Auch mit dem Crossbow, das gibt's ja gar nicht. So, der dürfte jetzt doch nah genug dran sein, den dürfte ich auch so erwischen, oder? Wenn er nicht wegrennen würde, ja. Jo, ich hab ihn erwischt, so. Einfach mal 2 Medikits genommen, damit ich wieder volles Life habe. Ne, sollte ich vielleicht nicht runter. Ne, wow, da sollte ich nicht runter. Okay, also ich nehme ein Sturmgewehr wieder und gehe hier nochmal rein, weil hier konnte ich ja eben rein. Und schaue, was hier ist. Der hat eben noch gelebt. Liegt hier noch irgendwas? Nö. Da komme ich nicht raus. Wieso die alle direkt sterben? Oh. Leichter Helm und schwere Schutzweste. Geil. Gefällt mir sehr gut. Oh, ich wette, das Ding ist hochexplosiv. Einfach mal ausprobieren. Ja, das ist es. Boom. Wer es nicht weiß, ich habe ihn jetzt unten rum getötet. Untenrum getötet hört sich auch komisch an. Aber nein, wenn ich ihn am Körper töte, sozusagen, kann ich seinen Helm aufnehmen und der stackt sich dann über meinen, so wie das jetzt eben bei den beiden war. Das geht auch mit Rüstung, wenn ich ihn eben mit Kopfschüssen töte. Aber ich wollte gerade eher einen Helm. Großes Medkit. Bossen. Da komme ich nicht hoch, oder was? Oh Mann. Aber hier komme ich hoch. Dann komme ich da hoch. Nein, komme ich aber hier hoch. Na, doch. Cool. Da komme ich nicht hoch. Na geil. Auf jeden Fall gehe ich da noch hoch. Da hinten ist ja eine Treppe. Dann komme ich dann... Nee. Komme ich aber, denke ich mal, mit hoch. Lade erstmal nach. Alter, ich finde, selbst bei dem Spiel von 2003 sind die Nachladeanimationen besser als bei COD. Ja, ich bin ein bisschen gegen COD, aber egal. Ja, was nehme ich denn jetzt mal für eine Waffe? Das Sturmgewehr wieder. Gehen wir hier mal hoch, weil das Sturmgewehr hat eine gute Durchschlagskraft, ist zielgenau und... Was muss ich hier bitte machen? Bridge Power, nee. Noch nicht. Erstmal wollte ich mich hier umgucken und die Sachen von hinten aufsammeln. Weil hier liegen ja zum Beispiel noch Medipack und noch Granaten. Scheiße. Doch, hab den einen mitgenommen, geil. Wollte ich mit dem Headshot töten? Jetzt habe ich ihn mit Headshot getötet, aber seine Schutzweste vorher kaputt gemacht. Ist ja geil, das Auto geht in Flammen auf. Jetzt kurz nachladen. Wie viele Granaten haben wir denn noch? 3 Stück haben wir jetzt für die Unterlauf-Schienengranatwerfer. Machen wir doch einfach mit dem Bridge Power. Achso, jetzt kann ich da erst. Also ich musste sogar hier erst rein. Ist ja praktisch, dass ich hier als erstes reingegangen bin. Und dann kann ich ja eigentlich hier runterspringen direkt. Ja, was hatte der denn dabei? Noch SG-Muni, das ist cool. Den habe ich ja mit der Granate getötet. Das finde ich auch saugeil, dass sowas ist. Hm, der hatte auch keinen Helm mehr auf. Gehen wir einfach mal wieder raus, oder geht... Warte, hä? Weiß gar nicht, von wo sind wir denn jetzt gekommen? Hier nicht, ne? Na, jetzt lädt er auch noch nach. Oh, das regt auf. Aber von hier sind wir gekommen. Stimmt, ja, von hier war das. Habe ich da jetzt noch irgendwo wen übersehen, den ich jetzt noch mit dem Bolzen ausschalten kann auf die Schnelle? Das habe ich nicht eben draufgenommen. Ach, gar nichts, okay. Hat sich so komisch angehört. Hier da runterfallen, denke ich mal, sollte ich nicht. Deswegen gehe ich hier rein, mach die Bridge Power wieder an. Fällt die Brücke jetzt raus? Das ist geil. Hier hoch, hier hoch. Alarm! Wie den Alarm? Von wo wurde ich denn jetzt beschossen? Der und da der, wo auch immer der eben war.
war der denn? Okay, Alarm hätte ich denke ich mal nicht verhindern können, aber trotzdem. Oh, mein Bild hat gewackelt. Schrotgewehr, Armbrust. Oh, hier liegt aber viel drin. Ich habe so das Gefühl, ich werde die Armbrust gleich noch mal etwas länger brauchen. Mach die Tür zu. Mach ich damit die... Ja, damit mache ich sie wieder auf. Vielleicht schneide ich den damit den Weg ab. Keine Ahnung. Was ist hier oben? So, hier komme ich gar nicht hoch. Okay. Oder doch, hier komme ich hoch. Ne, oder auch nicht. Na, wohl eher nicht. Ja, jetzt kriege ich auch noch Schaden beim Runterspringen. Nehmen wir mal ein Medkit. Das denke ich mal reicht jetzt gerade. Wie geht das Tor hier auf? Oder was muss ich hier machen, sagen wir es so. Hier hoch? Oder muss ich wieder zurück? Hallo? Mann, seit wann lädt man denn bitte auf E nach? Nur weil man da nichts machen kann, heißt es nicht, dass man nachladen muss. Ja. Muss ich hier vielleicht noch irgendwas drin machen? Nö. Nö. Nö, 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 nö. Das Ding da? Auch nicht. Hier muss ich doch eigentlich zurück, oder bin ich jetzt total falsch? Ja. Was hat das denn jetzt gebracht? Jetzt kommt die Brücke wieder, okay. Auf Escape stand, glaube ich, was man machen muss, ne? Dringen Sie ins Gelände der Basis ein. Ja, wie soll ich da reinkommen? Ach, da oben mit dem Enterhaken. Wie war das? So war das. Hier drauf, hier hoch. Okay, ich muss da als erstes... Boah. Als erstes muss ich hier ganz hoch. Muss ich da hoch? Ja. So, dann auf das Medkit. Was habe ich... Ach, ich habe den Dietrich sogar schon. Der Dietrich wird später nochmal ganz praktisch. Der hatte auch eine Armbrust, deswegen hat er mich beschossen. C. Ah, man muss erstmal wieder klarkommen mit dem Hinhocken und so. Erste ist weg und der andere auch. Oh, voll die Sniper. So, weg sind sie. Ich hätte die Brücke vielleicht doch wieder einfahren sollen. Na, ich gehe jetzt nicht nochmal runter. So. Dann hier nochmal durchkriechen. Dann dürften wir in die Basis eingedrungen sein, oder? Okay, das hat sich nicht so gut angehört. Gehen wir hier mal runter. Level abgeschlossen. Ladedaten. Ja, das war's wieder mit diesem Part. Ich hoffe, euch gefällt. Wir sehen uns beim nächsten. Bis dann, Leute. Ciao.